Moin und herzlich willkommen zu unserem Fachkräftepodcast der Arbeitgeber der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Heute sprechen wir über das Thema duales Studium. Mein Name ist Matthias Engel und meine Gesprächspartnerin ist Eva-Maria Mertens von der Hochschule Stralsund. Guten Morgen, Frau Mertens. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo Herr Engel, herzlich willkommen. Schön. Frau Mertens, erzählen Sie uns doch bitte kurz etwas über sich und über Ihre Hochschule. Ja, gerne, gerne. Ich bin die Transferbeauftragte hier an der Hochschule in Stralsund. Und ich sage immer, wir sind eine kleine, feine Hochschule. Wir sind relativ jung. Wir sind erst 1991 gegründet worden. Wir liegen ja im Osten Deutschlands. Und wir haben ungefähr 2000, 2200 Studierende. Und die werden betreut von 85 Professoren und Professorinnen. Und dazu eben nochmal einer großen Menge Laboringenieuren. Also wir haben ein sehr gutes Betreuungsverhältnis. Und wir haben vor allen Dingen Technik und Wirtschaft. Das sind unsere Kernkompetenzen sozusagen. Wir haben drei Fakultäten: Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik und BWL. Und spezialisiert haben wir uns so ein bisschen auf regenerative Energien, auf KI und auf Gesundheitstechnologien. Das Auch hat sich spannend. über die letzten Jahre so entwickelt, dass wir gemerkt haben, dass die Studierenden das auch nachfragen. Und ja, dadurch sind wir am Puls der Zeit sozusagen. Ja, absolut. Und das ist immer schön, also zu sehen, wie sich die Hochschule weiterentwickelt, auch in dem, was die Firmen wollen. Ja. Denn es ist so, ich sage immer, Praxisnähe ist in unserer DNA. Wir sind ja eine Fachhochschule, also eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das heißt, alle unsere Studierenden müssen ein Praktikum im Studium machen von ja zwischen 4 und 6 Monaten. Und dadurch haben wir sehr, sehr enge Kontakte immer in die Wirtschaft. Und das strahlt natürlich zurück auf die Lehre. Die Professoren und die Professorinnen haben ja dann eben Kontakte in die Wirtschaft, bekommen viele Impulse, sodass wir wirklich immer wieder erfahren, was braucht die Wirtschaft, und richten dann unsere Studiengänge oder unser Angebot dann auch in die Richtung aus. Das ist für uns total elementar, dass wir nicht für die Schublade ausbilden, sondern dass wir wirklich für den Markt ausbilden. Und wir haben so eine Vermittlerquote von, nach 3 Monaten sind 85% unserer Studierenden in Lohn und Brot und nach 6 Monaten 90%. Also das ist richtig cool. Also Das deswegen. klingt tatsächlich auch so. Allein Ihr Konzept, beziehungsweise das, worauf Sie ausgerichtet sind, das, wie Sie selber gesagt haben, das ist ja direkt am Puls der Zeit. Das stimmt, ne? Also sehr zukunftsorientiert auch, würde ich sagen. Ja, genau. Ja, das ist eben auch der Stolz, das Leitbild oder die innere Einstellung, die wir haben. Ja. Das ist total schön. Ja. Ja, und unsere Hochschule ist eben in Stralsund. Wir liegen direkt am Wasser. Wir haben, also jetzt ist Winter. Ich kann also das aus dem Fenster gucken und sehe durch die entlaubten Bäume das Wasser. Wir liegen direkt am Sund. Manchmal machen die Profs dann auch eine kleine Session am Strand, weil das einfach nicht weit weg ist von uns. Also das ist einfach schönes Studieren hier. Wir sind eine Campus-Hochschule, es ist alles auf dem Campus. Und die Kleinstadt, die wir ja im Endeffekt sind, Stralsund hat 58.000 Einwohner, das kompensieren ist zu viel gesagt. Aber die Studierenden haben dadurch ganz viel Möglichkeiten entwickelt, was sie selber machen können. Also wir haben ein Racing-Team, wir haben Maritim, also eine Motorrad-Rennsport-Gruppe von den Studierenden. Wir haben International Event Point, also die Studierenden machen auch sehr viel dann Angebote und zusammen mit unseren internationalen Studierenden. Wir haben sehr hohen internationalen Anteil, weil wir englischsprachige Studiengänge haben. Also wir haben zwischen 20 und 25% ausländische Studierende, was für eine Fachhochschule unserer Größe massiv ist. Normal sind 10%. Hier ist einfach cooles Studieren und das hat sich auch rumgesprochen. Ja, tatsächlich. Es klingt wirklich nach einer optimalen Lernatmosphäre auch. Also sehr angenehm von der Größe her, von den Faktoren, die Sie gerade erwähnt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Studierenden das sehr gerne mögen bei Ihnen. Das ist ja das, was nachher man erinnert aus dem Studium. Klar, das Fachwissen nimmt man mit, das braucht man auch. Aber wovon man erzählt, sind ja diese zwischenmenschlichen Sachen. Frau Mertens, bieten Sie eigentlich auch besondere Kurse für Ihre Studierenden an? Ja und nein. Also ein Kurs, den wir anbieten, ist der Mathe-Vorkurs, weil die Studierenden ja oft unsicher sind, ob das, was sie in der Schule in Mathe gelernt haben, oder auch wenn jemand eine Lehre gemacht hat, ist er ein bisschen raus aus Algebra und diesen Analysis aus all diesen Mathe-Sachen. Das bieten wir also vorm Studium immer als Vorkurs an.
Was wir auch anbieten, ist, da kommt jemand extern und legt mit den Studierenden die Ausbildereignungsprüfung ab. Das heißt, eine Woche Crashkurs, wo die dann alles lernen, was notwendig ist für die Prüfung. Das ist in der Regel im Sommersemester zum Ende. Und da können die Studierenden eben bereits die Ausbildereignungsprüfung erwerben, die ja sonst oft erst in den Firmen erworben wird. Ja, Aber wir genau. bieten das eben zusätzlich an. Und es wird Sehr auch gerne praktisch. angenommen von den Studierenden. Ja, das glaube ich. Das bietet ja auch nochmal eine extra Qualifikation an. Genau. Wie ist denn das duale Studienkonzept an Ihrer Hochschule überhaupt aufgebaut und was ist vielleicht das Besondere daran? Ja, das ist wirklich sehr besonders, weil es kein klassisches duales Studium ist, sondern wir nennen das Studium mit vertiefter Praxis. Okay. Und im Endeffekt ist es, was wir jetzt intern im Moment sagen, ein unternehmensfinanziertes Studium. Das heißt also, die Firmen suchen sich jemand, den sie gerne fördern wollen als Student, den sie einstellen. Und mit uns schließen sie einen Vertrag ab als Kooperationspartner. Und dann studieren die Studierenden ganz normal bei uns mit. Und ich empfehle immer, dass sie schon einen Monat vorher in der Firma angefangen haben zu arbeiten, damit die Firma den Studierenden kennt, da gute Connections hat mit dem Studierenden. Dann kommt er fürs erste Semester zu uns und ist Ja. dann in den Semesterferien bei der Firma und kann also schon das Wissen aus dem ersten Semester anwenden, je nachdem, welche Projekte die Firma hat. Und so geht es dann Jahr um Jahr weiter. Die Studierenden sind im Semester bei uns, also in den Vorlesungszeiten und in den vorlesungsfreien Zeiten sind sie in der Firma und können dort das anwenden, was sie gelernt haben bei uns, beziehungsweise was die Firma auch braucht. Also es geht nämlich auch wieder zurück, dieses Studium mit vertiefter Praxis. Wenn die Firma merkt, ja, wir würden gerne hier eine Vertiefung haben oder der Student sagt, wir haben gerade im Semester das und das Thema, kann die Firma für die Praxisprojekte, die bei uns wirklich integriert sind im Studium, also es ist nicht nur so, dass sie nur Vorlesungen haben, die müssen auch Projektarbeiten machen und so, dann Ja. kann die Firma ihre eigenen Themen von diesem Studierenden bearbeiten lassen. Also das ist wirklich so eine Wechselwirkung, die aber nicht formal ist, sondern wirklich, was braucht die Firma? Ja. Wir haben das eingerichtet ursprünglich für die kleinen Firmen bei uns in der Umgebung, die immer gesagt haben, wir finden keinen Nachwuchs und dann gehen die in die große, weite Welt, die kommen nicht zu uns. Und da haben wir sozusagen dieses Studium mit vertiefter Praxis entwickelt, dass die Firmen keinen harten Lehrplan wie bei so einem klassischen Studium, dualen Studium machen müssen, sondern dass sie das viel freier handhaben können. Und da haben alle Seiten mehr von, weil die dann wirklich für die Bedarfe von den ja nicht so großen KMUs hier vor Ort ausgebildet werden. Ja. Fakt ist, auch die großen Firmen haben entdeckt, wie praktisch das ist und wie gute Absolventen wir hier produzieren, dass die eben jetzt Stück um Stück sagen, ja, wir beteiligen uns auch. Wir nehmen dieses Konzept Studium mit vertiefter Praxis oder unternehmensfinanziertes Studium auch an. Ja, Also spannend. es ist total spannend. Für die Firmen ist es im Prinzip so, sie kaufen sich einen Werkstudenten oder eine Werkstudentin gleich vorm ersten Semester schon und begleiten den oder die dann durchs ganze Studium. Ja. Also der Vertrag wird ja auch fürs ganze Studium abgeschlossen, sodass man nicht ständig neue Werkstudenten suchen muss, sondern dass man wirklich jemand hat, den man auch fördern kann und auch fordern kann. Oft ist es ja so, man weiß, in 5 Jahren, in 6 Jahren geht der Leiter der Abteilung XY. Dann kann man schon jemand sozusagen dahingehend pushen oder dahingehend ausbilden mit uns als Hochschule, dass der das ziemlich passgenau nachher auch übernehmen kann. Ja. Also für die Firmen ist das halt wirklich so was Langfristiges, ja, wo alle Seiten wirklich Vorteile haben. Ja. Haben Sie noch ein paar Fakten für uns, also was die dualen Ja. Studiengänge an und für sich bei Ihnen angeht? Wie sieht es denn zum Beispiel auch mit dem Frauenanteil bei Ihnen aus in den Studiengängen? Das finde ich natürlich auch immer ganz spannend. Ich auch. Und er ist nicht so hoch, wie ich ihn gerne hätte. Also Elektrotechnik, boah, das ist unter 10%. Das liegt irgendwie bei 9,7 oder so. Bei Maschinenbau ist es ein bisschen besser. Wir haben Studiengänge, die richtig gut für die Frauen sind. Wir haben ja eHealth, Informatik in den Gesundheitswissenschaften. Das hat also je nach Jahrgang 30 bis 40% Frauenanteil. Das ist richtig toll, also weil die Frauen natürlich wollen was Medizinisches, was Helfendes machen. Gleichzeitig haben sie technisches Verständnis, die sind ja oft fit da drin. Und dann ist eHealth für die sowas, wo die denken, super, das ist meins. Also Ja. es war auch einer der Gründe, warum wir Richtung Gesundheitswissenschaften gegangen sind, weil wir richtig merken, wir haben noch ein Fach, das nennt sich Gesundheitsökonomie als Master. Also das ist eben sozusagen für BWL in Krankenhäusern, in Arztpraxen, aber auch in diesem großen Gesundheitsmarkt, der sich ja entwickelt, jetzt Stück um Stück mit diesem Wellness, Resilienz, all diese Sachen.
Und da haben wir auch einen sehr hohen Frauenanteil, auch von 35%. Also, wie gesagt, die harten klassischen Technikfächer, es ist geringer. Aber bei den anderen Fächern haben wir ja, glaube ich, auch einen Nerv getroffen, dass die Studierenden, also die weiblichen Studentinnen, das gerne annehmen. Ja. Welche Vorteile haben denn Studierende oder auch Unternehmen mit dem dualen Studium an ihrer Hochschule noch? Sie haben jetzt vorhin wunderbar erzählt, wie gut das Feeling ist, wenn man bei ihnen studieren kann. Was sind denn sozusagen die harten Fakten daran? Die harten Fakten sind da dran, wer ein Studium mit vertiefter Praxis macht, es stellt sich in der Regel im ersten Semester raus, ob der oder diejenige geeignet ist. Aha. Ist jetzt hart gesagt, aber wir haben eine relativ geringe Abbruchquote, weil die Firmen ja jemand auswählen, von dem sie das zutrauen und der auch mit unseren Anforderungen zurechtkommt. Also es ist ja nicht so, dass ein Studium mal einfach auf der linken Arschbacke abgeritten wird, sondern das ist wirklich auch anspruchsvoll. Und dadurch ist aber die Erfolgsquote von diesem Studium mit vertiefter Praxis sehr hoch. Ja, können Sie uns die Quote nennen? 90% schließen ab. Und Sehr das schön. ist total gut. Das Ja. ist eine gute Quote, das würde ich auch Ja, sagen. genau. Wenn man bedenkt, Definitiv. dass die allgemeine Abbruchquote in technischen Studiengängen im Schnitt bei ca. 26% deutschlandweit liegt, ist das eine sehr gute Quote, würde ich sagen. Ja, genau. Und die Fälle, die wir hatten, durch die enge Betreuung, die sowohl von der Firma als auch von uns gewährleistet wird, sind die Fälle, die wir hatten, dann in der Regel als Lehrlinge nochmal in die Betriebe gegangen. Die kannten ja schon die Betriebe, nur hatten sie den Frust, dass sie die Prüfung nicht geschafft haben. Die Personalabteilung oder der begleitende Ingenieur hat natürlich sofort gemerkt, okay, das passt nicht so. Aber durch diese persönliche Betreuung ist es möglich, dass sie dann eben integriert werden können in den Ausbildungsberufen in den Ja. Firmen, was ja beim heutigen Fachkräftemangel nun auch nicht das große Drama ist. Ja. Die Unternehmen haben auch einen Vorteil. Wir haben manchmal Studierende, die bereits die Lehre im Betrieb gemacht haben, sich weiterentwickeln wollen und die Firmen eben auch die guten Kräfte nicht verlieren wollen. Und deswegen eben dieses Studium finanzieren, also unternehmensfinanziertes Studium oder Studium mit vertiefter Praxis bei uns dann den Studierenden nahelegen oder auch die Studierenden oder die fertigen Azubis kommen dann auf die Firmen zu. Also das ist wirklich ein großer Vorteil. Für die Unternehmen ist natürlich auch ein Vorteil, wie ich ja schon am Anfang sagte, wir sind sehr nah am Puls der Zeit, auch in Unternehmensentwicklung. Sei es nur Industrie 4.0 oder eben KI jetzt, sodass das Wissen, was unsere Studierenden erwerben, ja direkt zurückgespielt wird in die Firmen. Ja. Also die Firmen haben dadurch wirklich nochmal die Möglichkeit, auch über Digitalisierung, Neuerungsprozesse, Modernisierung, Innovation nicht nur nachzudenken, sondern auch das Fachwissen ins Haus zu bekommen, dass sie dort ja sich weiterentwickeln können. Darüber hinaus ist es so, also wir machen einmal im Jahr dann für die Firmen, die bei uns einen Kooperationsvertrag für das Studium mit vertiefter Praxis haben, so einen Begegnungsabend sozusagen, wo wir dann vorstellen, was ist gerade an der Hochschule los, was ist gerade hier up to date, womit beschäftigen wir uns. Und dadurch haben die Firmen natürlich noch mehr Kontakt eben in Forschung, in moderne Unternehmensmethoden, in moderne technologische Entwicklung. Ja, das klingt auch so ein bisschen danach, als ob nicht nur die Studierenden gut betreut werden, sondern auch die Unternehmen selbst. Ja. Sehr schön. Ja, Praxisnähe ist in unserer DNA. Ja. Also ja, es ist einfach so, wir haben natürlich auch sehr viel Transfer. Das hat jetzt hier gar nicht so viel mit zu tun, aber wir machen natürlich viel Zusammenarbeit mit Firmen an Projekten. Unsere Abschlussarbeiten sind auch zu, ich glaube, 80% mit Firmen zusammen. Also über dieses Studium mit vertiefter Praxis hinaus haben wir natürlich sehr viel Zusammenarbeit mit Firmen. Und die Profs sind natürlich auch immer wieder neugierig. Ja, was beschäftigt die Wirtschaft? Was sind da für Themen, die gebraucht werden oder angefragt werden? Wie kommt man denn jetzt als Studierender oder auch als Unternehmen bei Ihnen rein? Was sind denn die Anmeldevoraussetzungen für dieses praxisintegrierende Studium bei Ihnen? Also als Firma muss man einen Kooperationsvertrag mit uns abschließen und dafür muss man sich genau überlegen, welche Studiengänge interessieren mich. Bei uns auf der Hochschule sind die wunderbar aufgegliedert, was wir anbieten, also klar die Klassiker BWL, Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, aber wir haben natürlich Spezialisierung dann in Tourismus, in Steuer- und Unternehmensrecht. Wir haben eine Spezialisierung eben in Gesundheitswissenschaften, in Produktion und regenerative Energien und auch IT-Sicherheit ist eine große Spezialisierung bei uns. Okay. Und wenn die Firmen dann wissen, so in welche Richtung soll es gehen, wen suchen wir, wen brauchen wir,
schließen Sie mit uns einen Kooperationsvertrag ab, in dem sozusagen Rechte und Pflichten festgelegt sind. Und dann können die Firmen suchen, werben auf ihrer Webseite, auch bei ihren Anzeigen schreiben, unternehmensfinanziertes Studium, Studium mit vertiefter Praxis an der Hochschule Stralsund. Und dann ist sozusagen die Vereinbarung zwischen uns und der Firma erstmal safe. Für die Studierenden, die können sich bei uns ganz normal immatrikulieren. Wir haben auf keinem Studiengang einen NC und wir haben auch genug Plätze. Und dann muss die Firma mit dem Studierenden einen Vertrag schließen. Wir nennen das Studien- und Praktika-Vertrag, wo nochmal die Rechte und Pflichten von Seiten Arbeitgeber und dann ja eben arbeitnehmenden Studierenden festgelegt werden. Dass eben im Studium 42 Wochen in der Firma stattfinden müssen, dass optional, das hängt dann von der Firma ab, zwischen 5 und 10 Stunden in der Woche auch nochmal remote oder eben verdichtet gearbeitet werden muss, einen Tag im Betrieb oder so. Und eben auch die Höhe der Vergütung. Und bei der Höhe der Vergütung ist es eben total wichtig, dass es auch den Betriebsfrieden wahrt. Also, dass es sozusagen gelehnt ist an die Lehrlingslöhne in dem jeweiligen Betrieb. Und dass es trotzdem höher ist als der BAföG-Satz. Denn der BAföG-Satz ist so berechnet, dass die Studierenden davon gerade eben leben können. Das ist noch lange kein Luxusleben. Und die Lehrlingslöhne gerade in technischen Gewerbe sind in der Regel deutlich höher. Also es gibt dann einfach Unfrieden im Betrieb, wenn nicht wenigstens die Lehrlingslöhne bezahlt werden. Das finde ich immer ganz wichtig, dass die Firmen das auch so berücksichtigen, weil die entwickeln sich, die Studierenden, aber am Anfang sind sie eben doch auf sehr viel Betreuung angewiesen. Gibt es noch irgendwas, was man auf jeden Fall bedenken sollte, bevor man mit dem dualen Studium, sei es jetzt als Studierender oder auch als Unternehmen, mit ihnen kooperiert oder damit anfängt? Ja, sich zu überlegen, wo man beruflich hin will. Also ja, weil wenn ich natürlich jetzt bei Liebherr im Maschinenbau sozusagen anfange und unternehmensfinanziertes Studium oder ein Studium mit vertiefter Praxis mache, dann muss mir schon klar sein, dass ich eben bei Liebherr mehr Richtung Automotive, Kräne, Gabelstapler, solche Sachen gehe. Wenn mich das aber nicht interessiert, dann sollte ich vielleicht einen anderen Betrieb wählen. Im Studium selbst sind wir breit aufgestellt. Da können Sie alles lernen, was Sie wollen. Aber wenn Sie natürlich bei einer Firma anfangen, hat die Firma klare Vorstellungen, wo Ihr Weg hingehen soll. Und das muss den Studierenden vorher klar sein. Und als Firma muss ich mir klar machen, wenn ich jemand bei Informatik nehme, der IT-Sicherheit studieren will, bekomme ich ein anderes Profil, als wenn ich jemand nehme, der technische Informatik nimmt, der ganz andere Vorstellungen von seinem Leben hat. Also das ist einfach wichtig zu betrachten, also da vorher drüber nachzudenken, wo soll es hingehen. Und daran wird eben klar, dass das kein Selbstläufer ist, sondern die Firmen müssen auch sich klar machen, dass sie im Betrieb eine Ansprechperson haben müssen für den Studierenden oder die Studierende, damit das weiter austariert werden kann, wo soll der Weg hingehen. Ist nicht so, ich kaufe mir einen Studenten und das läuft schon. Nein. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Mertens, für die Antworten, die Sie mir heute gegeben haben. Das war sehr aufschlussreich. Ja, gern geschehen. Vielen Dank. Und auch vielen Dank noch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie noch an weiteren Projekten und Themen interessiert sind, gehen Sie gerne auf unsere Webseite www.nordmetall.de oder www.agvnord.de. Vielen Dank.